Mein Name ist Katharina Spieß. Ich arbeite bei Amnesty International Deutschland und bin Referentin unter anderem für Rüstung und Menschenrechte. Am 14. Juli fliege ich für 2 Wochen nach New York, weil in New York die internationale Staatengemeinschaft über einen historischen Vertrag verhandeln wird. Dieser historische Vertrag ist der Waffenhandelskontrollvertrag, Arms Trade Treaty, der erstmals in der Geschichte der Vereinten Nationen den Handel mit konventionellen Rüstungsgütern regeln soll. Wir haben uns schon seit Jahren dafür eingesetzt, dass die Staaten endlich einen solchen Vertrag verhandeln, weil wir immer wieder beobachten müssen, dass der unverantwortliche Rüstungshandel dazu führt, dass es zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt. Deswegen fordern wir in diesem Vertrag insbesondere die goldene Regel, das heißt kein Transfer von Rüstungsgütern, kein Handel mit Rüstungsgütern, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass damit schwere Menschenrechtsverletzungen begangen werden oder wenn das Kriegsvölkerrecht verletzt wird oder aber wenn es dazu führt, dass der Waffenhandel die Armutsbekämpfung in einem Land schwer unterminiert. Außerdem fordern wir, dass der Vertrag jegliche Rüstungsgüter kontrollieren soll, also auch die kleinen und leichten Waffen. 60% aller Menschenrechtsverletzungen werden mit kleinen und leichten Waffen begangen. Und auch die Munition. Schließlich fordern wir, dass es eine große Transparenz gibt, dass es Regelungen zur Transparenz gibt. Die Staaten müssen berichten, welche Rüstungstransfers sie genehmigen oder nicht. Während der Verhandlungen in New York, die 1 Monat lang dauern werden, wird Amnesty International mit einer großen Delegation anwesend sein. Wir werden Lobbyisten aus der ganzen Welt sein und werden uns dafür stark machen, dass die Vertreter der verschiedenen Staaten sich für einen starken ATT einsetzen, dass sie insbesondere die goldene Regel mit rein verhandeln. Wir haben deswegen eine Stimme in New York, weil hinter uns Millionen von Menschen stehen. Bis zum Anfang Juli diesen Jahres haben wir 450.000 Unterschriften weltweit gesammelt, die sich für einen starken ATT einsetzen. Wir brauchen noch mehr Stimmen, deswegen wäre es schön, wenn ihr weiter stimmen oder mitmachen würdet. Wenn ich in New York bin, werde ich weiter berichten.